Ja, willkommen zu meinem Minecraft-Tutorial. Kartoffel- oder Karottenfarm. Wir sehen hier die automatische Kartoffelfarm, die auch in meiner Survival-Welt existiert. Und in diesem Tutorial zeige ich jetzt mal, wie man die baut. Also. Es fängt an mit einem 7x5 großen Feld. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier kommt Wasser rein. Dann setzt du hier auf dieser Höhe einen Turm mit drei Blöcken und hier drüben auch. So. Dann kommt hier ein Slab hin und hier ein Slab hin. Dann werden hier zwei, drei tief große Löcher gebohrt. Dann setzt du dir hier einen Hilfsblock, springst da rein und dann kommt von unten ein Sticky Piston hier oben dran, das dir hier nach unten zeigt. So. Dann kommt ein weiterer Sticky Piston hier unten rein, das er nach oben zeigt. Dann kommt hier ein Tripwire-Hook dazwischen mit einem Faden. Jetzt kannst du hier wieder einen Block setzen. Und wenn du jetzt hier reinläufst, sieh mal, löst der Piston hier schon aus. Jetzt können wir hier schon mal einen Zaun außenrum machen. Jetzt musst du auf der Höhe, wo wir die Säulen gemacht haben, hier drei raus und drei tief reingraben. Hier drüben auch. So, jetzt kommen hier zwei Blöcke hin. Hier unten an den Pisten, der da unten zeigt, kommt ein Redstone-Block. Dann kommt hier auf den vorderen Block ein Redstone und auf der Seite eine Redstone-Torch. Jetzt löst durch die Redstone-Torch dieser Pisten aus und hängt sich an den Block da oben dran. Damit ist der Mechanismus schon komplett fertig. Wenn du jetzt da vorne reingehst, löst dir eine Pisten aus und wenn du wieder rausgehst, dann fährt der kurz runter. Jetzt kommt hier an den Slab ein Block dran, vorne und einer oben drüber. Und das Ganze ein bisschen da durchziehen. Hier das gleiche, da kommt er an den Pisten von oben drüber und bis hinten durchziehen. So, dann kommt ein Block an diese Position hier.
So, auf den Block kommt ein Faden und auf den Faden ein Teppich. Dann kommt da ringsherum Glas, hier ein Glasblock, hier ein Glasblock, hier ein Glasblock. Und zwei hoch. Und da kommt dann der Villager drauf, den muss hier auf den Teppich drauf. Zuerst gehen wir mal nach unten wieder. Und setzen hier unter den Zwischenraum einen Block und hier einen. Da kommt dann eine Truhe oben drauf. Auf die Truhe kommt ein Hopper, der nach unten zeigt, auf zur Truhe hin. So. Jetzt muss auf den Hopper nochmal ein zweiter Hopper drauf, der auch nach unten zeigt, also mit Shift einfach drauf, einen zweiten draufsetzen. Und der dritte Hopper, der kommt seitlich an den oberen dran, das heißt seitlich hinzielen, wieder mit Shift setzen. Und jetzt vergewissern, dass das stimmt. Also der vordere Trichter muss zu dem hinteren zeigen, der hintere zu dem unteren und der untere zur Truhe, sodass praktisch alles in der Truhe landet am Schluss. Jetzt können wir da hinten zumachen. Und du musst jetzt in der Survival-Welt halt den Villager dann irgendwie hochkriegen. Das machst du am besten halt, indem du hier dann Blöcke irgendwie hinsetzt, so Hilfsblöcke, ne? Und dann halt hier ein Gleis nach oben verlegst, den Villager da reinfährst und dann da reinschubst und dann hinter ihm wieder zumachst mit Glasblöcken. Wichtig ist hier noch, der Villager, der hier oben steht, der sollte noch nichts in seinem Inventar haben, also noch kein Essen in seinem Inventar haben. Das ist ja so, dass jeder Villager 8 Inventarslots hat, die man aber nicht sieht. Und wenn der aber schon in einem Dorf war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der schon Brot oder irgendwas in seinem Inventar hat, dann kann es sein, dass die Farm nicht funktioniert, weil der dann nichts mehr zum Essen bekommt. In dem Fall, da wir jetzt hier in der Kreativwelt sind, erzeuge ich die Villager halt natürlich und dann sind die immer jungfräulich. Ansonsten ist es egal, welcher Villager das da oben ist, da geht jeder. Na, jetzt habe ich hier einen Cleric, egal, geht. Er sollte aber, wie gesagt, noch nichts in seinem, noch kein Essen im Inventar haben. So. Jetzt können wir hier schon zumachen. Ups. Also hier und hier. Hier machen wir noch einen Einstieg. Und da hinten können wir jetzt auch komplett zumachen. So, jetzt können wir hier noch eine Leiter hinmachen. Und eine Treptor. So, dass man dann hier rein kann und auch in die Kiste reinschauen kann. So, jetzt pflanzen wir das Feld an. Ist jetzt egal, ob du Karotten oder Kartoffeln nimmst.
Aber ich würde halt ein Feld immer nur mit einer Sorte machen. Und halt dann lieber noch eine zweite Farm bauen, halt eine mit Kartoffeln und eine mit Karotten. Ziehen wir das gleich noch hoch. So, der Villager, der hier drin steht, das muss ein Farmer sein, egal welcher. Und auch der sollte eigentlich noch nichts in seinem Inventar haben. Das heißt, wenn der schon Getreide in seinem Inventar hat oder Seeds, dann pflanzt er die natürlich an, was halt eher ungünstig ist, weil ich will ja, dass der Kartoffeln anpflanzt. So. So, wie man sieht, fängt er sofort an zu arbeiten. Wenn wir jetzt mal reinschauen in die Kiste, jetzt ist ja noch nichts drin. So, jetzt geht er da rein. Und jetzt hat man gesehen, das hat er schon geworfen, ne? Jetzt hat man gesehen, dass er die Kartoffel geworfen hat. Wenn wir jetzt hier reinschauen, jetzt laufen auch schon die ersten Kartoffeln in unsere Farm. Also sie funktioniert. Ist also im Prinzip ganz einfach zu bauen. Fahren wir nochmal außen rum. Hier die Schaltung. Hier sieht man, jetzt hat er ausgelöst, jetzt steht er hier drauf, dann geht der hier aus. Und sobald er runter geht, geht der Redstone-Block hoch. Und dann dauert es ein paar Sekunden, bis die Fackel wieder angeht. Und in der Zeit geht er kurz runter und rauf. Ne? Ja, haben wir gesehen. Genau das ist der Effekt. Und dann wird da oben die Kartoffel ausgeworfen. Und er muss sie immer wieder noch anpflanzen. Und wenn er immer wieder da reingeht, sieht er seinen Kollegen da oben. Und der sieht ihn halt durch den Teppich durch, aber die Kartoffel geht nicht durch den Teppich durch. Die landet dann eben hinten im Trichter und dann letzten Endes in der Kiste. Ja, wie kannst du das erreichen, dass der Villager nichts zu essen in seinem Inventar hat? Da kann man ein bisschen tricksen, indem er den halt in ein isoliertes Dorf reintut. Und ihn brüten lässt und aber eben nichts zu essen gibt, dann darf kein Farmer mehr dabei sein und dann irgendwann hört er auf zu brüten und dann weiß man, okay, der hat jetzt nichts mehr zu essen. Dann kann man den benutzen für die Farm. Ja, das war mein kurzes Tutorial. Wie baue ich eine automatische Kartoffel- oder Karottenfarm? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.